Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum TypeScript. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute uns mit den Methoden noch mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen und zwar auch mit Methoden bei Vererbung und mit Methoden innerhalb einer Klasse. So, was wir jetzt haben ist hier eine Vererbungshierarchie und zwar von der Klasse Tier, die werden wir einfach mal behalten. Klasse Hund, die ein Tier ist, für die Leute, die das letzte Mal nicht zugeguckt haben, und Klasse Dalmatiner, die ein Hund ist, und Klasse Schäferhund, die auch ein Hund ist. Die Klasse Schäferhund brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht. Wir brauchen nur unsere gerade Vererbungshierarchie. So, und was wir jetzt hier haben, ist, wir können bei dem Rex auch die Methode Laufen aufrufen und die Methode Bellen, da ja beide, also da der Dalmatiner der Hund ist und Hund wiederum ein Tier, was die Laufen- und die Bellen-Methode ermöglicht. So. Das bedeutet aber auch, dass wir hier unten theoretisch in unserem Code für die Klasse Dalmatiner Schwierigkeiten haben, wenn wir eine Methode laufen. Ups, ja, so haben wir keine Schwierigkeiten. So haben wir eine Schwierigkeiten, wenn wir sagen laufen. Und dieses Laufen ist innerhalb unserer Klasse Dalmatiner. Jetzt, welches Laufen sollen wir denn nehmen? Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Doppelpunkt Void hinschreibe und dann sage ich console.log. Running fast. So, okay. Welche Methode sollen wir denn jetzt hier nehmen, wenn wir rex.laufen aufrufen? Wir haben einmal die aus der Klasse Dalmatiner und wir haben die aus der Klasse Tier hier oben. Und da ist es so, anders als wenn wir jetzt hier von zwei Klassen oder zwei Klassen im Endeffekt erben, die dieselbe Methode haben, da haben wir keine Schwierigkeiten. Wir sagen einfach, die Methode, die in unserer Vererbungshierarchie weiter unten steht, das heißt, die näher an unserer Klasse dran ist, von der tatsächlich das Objekt ist. Also wir haben hier einen Dalmatiner und das ist logischerweise als erstes mal ein Dalmatiner. Das ist das Wichtigste. Danach geht es eins weiter nach oben. Extends Hund. Das heißt, Hund ist das nächstwichtigste. Und das heißt, Tier ist das Unwichtigste, sprich dieses Laufen hier ist unwichtiger als das Laufen hier unten. Also was wird wohl logischerweise in der Konsole ausgegeben? Running fast. Genau so soll es natürlich auch sein und wenn wir jetzt hier zum Beispiel diese Laufen-Methode weiter hochsetzen in die Klasse Hund, dann haben wir hier trotzdem noch die Schwierigkeit, hey, was nehmen wir denn jetzt als erstes? Aber wir sehen ja, wie ich gerade schon gesagt habe, was weiter unten steht, sprich was näher an meiner Endklasse dran steht, das wird dann genommen. Und wir haben immer noch Running Fast. Übrigens kann ich auch einen Hund immer noch ganz normal erstellen, aber der hat dann immer noch zum Beispiel nicht die Möglichkeiten, die ein Dalmatiner hat. Sprich, wenn ich jetzt meinen Hund, mein Dalmatiner diese Laufmethode gebe und Rex als Dalmatiner erstelle, dann haben wir hier Running Fast. Aber wenn ich jetzt meinen Rex als Hund erstelle, mit New Hund, Achtung, das muss beides geändert werden, dann haben wir die Möglichkeit, nicht mehr diese Methode hier unten zu nutzen, weil Dalmatiner ist ja völlig unbekannt, also der Hund weiß absolut gar nichts von der Klasse Dalmatiner, muss er auch nicht wissen, sondern er nimmt sich einfach die Methode, die er kennt, sprich er erbt die Methode Laufen aus der Klasse Tier, weiß absolut nichts aus der Klasse Dalmatiner, denn dieses Extens ist bloß Dalmatiner weiß alles von Hund, aber Hund hat immer noch keine Ahnung von Dalmatiner. Deswegen nutzt es hier die Laufmethode aus der Tierklasse. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da diese Hierarchie versteht. Okay, so, und jetzt zu dem kleinen Spezialfall, den ich gerade schon angedeutet habe. Wir können hier Rex als Hund definieren und sagen, hey, das Ding ist ein Dalmatiner. Denn jeder Hund ist ein Dalmatiner. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Dalmatiner als New Hund, also ihr wisst, dieses New etwas ist der Konstruktoraufruf. Sprich, was ich jetzt hier mache, gibt mir einen Fehler. Oder zumindest tut es nicht das, was ich möchte. Weil wir jetzt hier nicht wissen, habe ich jetzt eigentlich einen Dalmatiner in der Hand? Nein, eigentlich habe ich einen Hund in der Hand. Und irgendwie funktioniert es halt trotzdem, weil JavaScript sowas kann. Aber eigentlich sollte es überhaupt nicht richtig funktionieren. Der Dalmatiner müsste ja hier eigentlich Running Fast ausgeben, aber er gibt OMW aus, was offensichtlich die Methode aus Tier ist, was die Methode ist, die ein Hund benutzen würde. Das heißt, durch den New Hund haben wir alles von dem Hund genommen und kennen immer noch den Dalmatiner nicht, auch wenn wir hier als Typ Dalmatiner benutzen. Das wäre dann in etwa so, als hätten wir hier Any eingegeben. Wenn wir jetzt aber hier sagen, es ist ein Hund und wir kreieren das Ganze über New Dalmatiner,
Dann machen wir das genau umgekehrt und das ist jetzt tatsächlich auch eine Variante, die ist sehr, sehr beliebt bei Objektorientierung. Da sagen wir einfach, hey, wir erstellen uns einen Dalmatiner, aber wir nennen ihn bloß Hund. Und was jetzt passiert ist, wir kriegen Running Fast. Was ihr aber dadurch machen könnt ist, jetzt kommt der Schäferhund wieder zum Tragen. Class Schäferhund, Extends Hund. So, was ihr jetzt machen könnt, ist folgendes. Ihr habt die Möglichkeit, ein var Rexy Doppelpunkt Schäferhund ist gleich, nicht Doppelpunkt Schäferhund, sondern Doppelpunkt Hund zu benutzen. New Schäferhund. Und was ihr jetzt machen könnt, ist folgendes. Ihr könnt euch ein Array bauen oder irgendeine andere Speichermöglichkeit, die alles, ja, die das alles braucht. Also sagen wir mal, ihr wollt ein Array haben. Hunde vom Typ Hund. Achtung, der Typ hier ist wichtig, das muss derselbe sein, also es muss der Oberklassentyp sein. Vom Typ Hund. Und jetzt sagen wir hier, wir packen beide Hunde da rein, ist gleich erstmal aufmachen. Rex und Rexy. Und jetzt wollen wir hier drüber iterieren. Also es kann natürlich beliebig groß sein. Und ja, jetzt können wir hier drüber iterieren, indem wir sagen, for var i gleich 0, i kleiner 2, i plus plus, also nur eine billige Schleife im Endeffekt. So, und jetzt sagen wir hier einfach, achso, sorry jetzt, dass ich gerade die normale vorgenommen habe und keine for each Schleife. Ich bin irgendwie, bei mir ist es schon drin, dass ich da die normale Vorschleife benutze, weil ich ohne die for each Schleife angefangen habe zu programmieren. Gut. Und jetzt sagen wir hier Hunde von i Punkt, was können wir jetzt hier alles machen? Wir können Bell nehmen, aber wir können auch Laufen nehmen. Und jetzt wollen wir diese Laufen-Methode uns mal angucken. So, und was jetzt passiert, ist ziemlich witzig. Wir haben einmal Running Fast und einmal haben wir OMW. Warum haben wir einmal OMW und einmal Running Fast? Naja, wir haben dieses Ding hier als Dalmatiner erstellt, diesen Rex. Sprich, der Rex, der hat Running Fast. Und der Rexy ist ein Schäferhund. Der Schäferhund hat aber diese Methode Laufen hier nicht überschrieben. Und dadurch bekommt er automatisch, also Rex ist ein Schäferhund. Rex nimmt die Methode von Hund, die Hund bereitstellt zum Laufen. Und Hund wiederum nimmt die Methode von Tier, die zum Laufen bereitgestellt wird, weil sie hier eben nicht überschrieben wird. Und deswegen können wir die alle in ein Array vom Typ Hund packen, ohne dass wir da irgendwelche Schwierigkeiten kriegen. Und können bei allen aber diese Methode Laufen benutzen, aber der Dalmatiner hat diese Methode Laufen überschrieben. Und ja, das ist sehr nützlich in manchen Fällen. Genau. Ein vielleicht praktischeres Beispiel, was ich jetzt natürlich hier nicht komplett programmieren kann, falls ihr mir noch zuhört, hoffentlich tut ihr das, ist, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, auf Facebook seid, also ihr wollt irgendeinen Post teilen, dann habt ihr vielleicht zwei Arten von Posts, nämlich einmal, also ihr habt die Oberklasse Post, was in unserem Fall Hund entsprechen würde, und den könnt ihr teilen, also habt ihr hier eine Methode teilen. So, aber jeder unter Post, also ein Bildpost oder ein Textpost, die funktionieren anders. Ein Textpost wird zum Beispiel eingeklappt, während ein Bild immer ganz dargestellt wird und nicht irgendwie abgeschnitten wird, weil das irgendwie, ja, nicht sinnvoll ist, ein Bild abzuschneiden, aber einen Text abzuschneiden, der vielleicht so lang ist wie ein Buch, macht schon irgendwo Sinn. Das heißt, ihr habt zwei unterschiedliche Teilmethoden, aber ihr habt dadurch, dass ihr die beiden in einer Oberklasse Post drin habt, könnt ihr da einfach diese Teilmethode aufrufen und das Ganze über ein Array behandeln, ohne irgendwelche Schwierigkeiten mit den Typen zu bekommen. Alles ganz easy. Und ihr könnt einfach sagen, Post.teilen, fertig. Egal, ob es jetzt ein Bildpost ist, egal, ob es ein anderer, ob es ein Textpost ist, das könnt ihr einfach über den Konstruktor dann regeln, aber ihr könnt jedes Mal sagen, Post.teilen. Das ist alles. So, und nächstes Mal werden wir uns dieses Konzept noch ein bisschen anders angucken. Da kann man dann nämlich zum Beispiel gar nicht mehr sagen, ich hätte ganz gerne einen Post, den ich teile, sondern man muss konkret sagen, ich will einen Bildpost oder einen Textpost. Eins von beiden muss ich nehmen, ich kann nicht die Oberklasse benutzen. Sprich, eigentlich gibt es keine Hunde, in unserem Beispiel jetzt wieder zurück, es gibt keine Hunde, es gibt immer nur Schäferhunde, Dalmatiner, Dackel, was weiß ich was noch alles, aber jeder Hund ist irgendwo in einer Unterklasse von dem eigentlichen Hund. Hund an sich ist ein abstraktes Konzept.
Und das kann es so in der Wirklichkeit gar nicht geben. Deswegen sagen wir dann, man spricht von Interfaces. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.